Und es geht weiter, die Karte El Alamein. Oh, geil. Die habe ich ja im Airwolf-Mod bis zum Umfallen gespielt. Ja, die Besprechung. Die Schlacht um Tobruk hat schwere Verluste verursacht. Die Generäle beider Seiten wissen, was eine Erholungspause für die Truppen dringend erforderlich ist. Doch ihnen ist auch bewusst, dass ein Sieg nur durch einen erneuten und unmittelbaren Vorstoß zu erringen ist. Dabei gilt es, jede verfügbare Unterstützung zusammenzuziehen. In El Alamein wird die gesamte 8. Armee versammelt, um den Ansturm der Achsenmächte zu begegnen. Die alliierten Truppen sollen auf einem als Kidney Witch bekannten Höhenzug den anrückenden deutschen Widerstand leisten. Als Teil des Plans legen verbündete Einheiten so viele Minen wie möglich. Sollten die deutschen Panzer dieses Gebiet durchqueren wollen, steht ihnen eine unangenehme Überraschung bevor. Es ist absolut entscheidend, dass dem Gegner eine Durchquerung des Gebietes verwehrt wird. Die Ziele: Stören Sie die Pendeldeutschen, indem Sie mindestens die Hälfte der Außenposten einnehmen und halten. Nur so rücken wir unserem Sieg ein Stückchen näher. Dann würde ich sagen, auf geht's. Oh ja, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen, mal hier. Soll ich echt mit dem Ding hier abheben? Das wird nichts, Leute. Ich versuche mal mit Tastatur zu fliegen. Hat ja bei Airwolf nicht so funktioniert. Warte mal, der hebt ja auch gar nicht ab. Tastatur. Oh ja, doch, er hebt. Da muss ich nicht mit der Maus arbeiten. Problem ist nur. Tut mir gefallen, nehmt dieses Ding hier ein. So, ich fliege zu der anderen Karte hier hinten. Karte sage ich schon wieder. Ich meine Fahne, nicht Karte. Ja, ich muss mich wieder umgewöhnen. Hier sieht es etwas anders aus, weil hier im Airwolf-Mod ist das hier so eine... Gibt es hier noch so einen Bergvorsprung? So, dann flieg mal weiter. Ich steig mal eben aus. Tschüss, Geronimo! Ich hoffe, der fliegt jetzt weiter. Das war ein deutsches Flugzeug. Aber ein schwarzes. Ja, Shady Ho! Shady Hi! Position secured. Gib mich erschirmen. So, dann werden wir jetzt mal... Ich werde jetzt hier umstellen. Normalerweise fahre ich ein Cockpit-Ansicht, aber seitdem ich da den HD-Patch drin habe, wird das Cockpit leider ein bisschen blöd angezeigt. Und dementsprechend fahre ich dann so, obwohl ich lieber so fahre. Okay, wir versuchen uns nicht dran zu stören, dass halt die Innereien nicht HD-mäßig angepasst sind. Ich wollte gerade sagen, da fährt ein Deutscher. Nee, das ist ein Grasbusch. Da fährt ein Deutscher. Ui. Houston, wir haben einen Tiger. Wow, der geht aber schnell kaputt bei Battlefield 1942. Hör mal. Da weißt du, dass die Tiger eigentlich unverwüstlich sind. Und dass die nur aufgegeben haben, weil wegen kein Treibstoff und keine Munition mehr. Komm, geh fliegen, Kollege. Hui. Weil von hier aus kommen die nämlich reingefahren. Hui. Triff mich doch mal. Oh, ich brauche dieses Zielfernrohr wie in Battlefield 5, / Forgotten Hope. Willst du mich verarschen? Das ist gut, Shady Ho. Ich brauche, ja. Hui! Ich verpiss mich mal lieber. Scheiße, ich keinen Ingenieur genommen habe, weil dann könnte ich den Panzer jetzt reparieren.
Habe ich jetzt einen erledigt? Aber er mich? Oh, schön. Der fährt ja noch, der Tiger. Hat jemand einen Panzer für mich? Sonst habe ich ein Problem. Ich hätte mit Panzerabwehrkanone hier in parken sollen. Warte mal eben. Mal eben die Flak missbrauchen, wenn der gleich hier auftaucht. Weil ich kenne das ja, wenn ich hier von dem Außenposten hier abhaue, dann taucht hier ein Tiger auf. Warte mal, da ist ein Panzer von mir hinten. Vielleicht hat er einen Tiger ja schon außer Gefecht gesetzt. Okay, dann nehme ich den Sherman hier eben. Ich sage im Vergleich zu den deutschen Panzern, die Sherman eigentlich, ja, Billigproduktion, hätte ich jetzt was gesagt. Ist wie mit den U-Booten. Deutsches U-Boot, 230, 250 Meter und die amerikanischen Brechbüchsen, die machen 120 schlapp. Jo, hui, da ist was in die Luft geflogen. Komm, mit zwei Panzern müssen wir es schaffen. Gegen wie viel kämpfst du? Geh mal mit deiner Büchse aus dem Weg. Ach, da ist noch ein Tiger. Ja, sagt das doch einer. Meine Herren. Hätte man ja sagen müssen, dass ein Tiger steht, dann hätte ich ja auch anders, ja, hätte ich auch anders gefahren. Ich höre was, aber ich sehe noch nichts. Hui! Das war eine Reflexhandlung. Der kommt gleich nochmal. So, kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Schoß. Hui. Und direkt auf den Sherman. Ja, nie ist klar. Was macht der da? Männchen oder warte mal? Hui. So. Warte mal. Was war das für ein Geräusch? Ich glaube, da kommt ein Tiger. Joi. Da kommt nicht nur einer, kommt gleich eine ganze Armee von Tigern. Warte mal, ich hau mal eben ab. Aber davon viel. Noch mehr davon. Die hat mich aber ganz schön da reingequetscht, hör mal. Frau Müller, nee. Das ist mein eigener, warte mal eben. Wo steht denn Stefan schon wieder? Aber davon jede Menge. Fuck. Wow. Ist der geflogen. Die haben sich meinen Sherman noch geklaut, oder? Nee. Ist das ein, nee, das ist ein deutscher Panzer mit der kurzen... Aber wir haben trotzdem gewonnen. Sehr gut. Boah, bin ich geflogen immer. Die Schlacht um El Alamein wird als Entscheidungsschlacht in Nordafrika in die Geschichtsbücher eingehen.
Die deutschen Streitkräfte haben ihr Möglichstes getan, um die Kämpfe in Afrika für sich zu entscheiden. Doch sie haben versagt. Ihren gefährlichen Panzern geht der Sprit aus und der deutsche Generalstab muss sich endlich eingestehen, dass der Kampf verloren ist. Die alliierten Truppen werden nun auf ihrem Siegeszug durch die Wüste durch niemanden mehr zu bremsen sein. Das sag ich dir. Und weiter geht's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.